heutigen Video präsentieren wir euch einen Vortrag vom kommunistischen Aufbau. In dem Vortrag geht es um die Verstrickung des deutschen Staates in rechte Terrornetzwerke und was wir dagegen tun können. Viel Spaß beim Vortrag. Ja, hallo zusammen. Vielen Dank für die Möglichkeit, hier einen Vortrag zum Thema wie viel Staat steckt in rechten Terrorstrukturen und wie können wir uns schützen, halten zu können. Ein Thema, was tatsächlich viele Menschen in der letzten Zeit umtreibt und wo ich hoffe, euch in der nächsten Stunde ein paar Gedanken mitgeben zu können. In dem Input soll es um folgende Themen gehen. Zum einen geht es um das rechtsterroristische Kreuznetzwerk, zum zweiten um den Nazi-Untergrund in Deutschland, insbesondere das Netzwerk Combat 18, sowie die Verbindung in den Staatsapparat. Zum dritten möchte ich ein bisschen genauer auf die Alternative für Deutschland eingehen und ihre Rolle beim faschistischen Terror. Dann viertens geht es um die Frage, welche Rolle spielen staatliche Organe eigentlich in Bezug auf den Faschismus? Wer hat eigentlich ein Interesse am Faschismus? Und dort werde ich auch kurz auf die Frage der marxistischen Faschismustheorie eingehen und die Rolle des Faschismus bei der Herrschaftsstrategie. Und zuletzt natürlich die entscheidende oder interessante Frage, insbesondere, was kann man tun gegen diese Terrorstrukturen? Ja, legen wir gleich los. Und zwar möchte ich einmal kurz noch hinweisen auf diese Karte hier. Die findet ihr unten in der Beschreibung und die könnt ihr quasi während des Vortrags nebenbei auch euch anschauen, um dem Vortrag besser folgen zu können. Dort gibt es einige Verbindungen, auf die ich heute hier in diesem Input eingehen werde. Ja, fangen wir an mit dem ersten Thema, dem Kreuznetzwerk. Im November 2018 gab es hier diesen Artikel vom Focus und der hat einen Artikel geschrieben unter dem Namen Die Verschwörung und berichtete davon, dass es in Deutschland ein konspiratives Netzwerk aus ca. 200 ehemaligen und aktiven Bundeswehrsoldaten geben soll. Und Mitglieder dieses Netzwerks würden sichere Häuser einrichten, Schießtrainings absolvieren und ihrem abgrundtiefen Hass auf Linke Listen mit politischen Gegnern aufstellen, die sie am Tag X liquidieren könnten. Angeführt wurde dieses Netzwerk von Soldaten der geheimen Spezialarmee der Bundeswehr, dem Kommando Spezialkräfte sowie von Mitarbeitern deutscher Geheimdienste. Ja, was sich wie ein Agenten-Thriller anhört, sind Ergebnisse von Recherchen verschiedener Zeitungen sowie von Ermittlungen gegen gleich drei rechte Terrorzellen, die sich innerhalb dieses konspirativen Netzwerks gebildet haben sollen, welches wir als Kreuznetzwerk bezeichnen können. Zu den bisherigen Anführern dieses Netzwerks gehört unter anderem André S., der auch als Hannibal bekannt ist, sowie Robas P. alias Petrus. Und beide waren Elitesoldaten in der Bundeswehr-Spezialeinheit Kommando Spezialkräfte, auch KSK abgekürzt. Und Hannibal war auch Vorsitzender des KSK-Veteranenvereins UNITA, auf den ich später noch eingehen werde. Das heißt, um das Kreuznetzwerk zu verstehen, muss man sich zuerst auf eine Spurensuche im Kommando Spezialkräfte der geheimen Einheit der Bundeswehr machen. Ja, das Kommando Spezialkräfte ist eine 1996 gegründete Eliteeinheit der Bundeswehr, agiert im Geheimen, unterliegt faktisch keiner parlamentarischen Kontrolle. Eine offizielle Mannstärke gibt es nicht. Es wird davon ausgegangen, dass es rund 400 Personen sind und insgesamt 1400 Personen, die sich um das ganze KSK kümmern. Tatsächlich auch Mannstärke, weil bisher nur Männer im Kommando Spezialkräfte aufgenommen wurden. Ja, von ihrem Heimatstandort in der Graf-Zeppelin-Kaserne in Calw nahe Stuttgart können sie in die gesamte Welt für Tötungseinsätze verschickt werden. Aber auch für den Kampf im Innern wird dieses Kommando ausgebildet. Nach Angaben von Kommandeuren dort ist das KSK auch vorbereitet, gegen Aufstände und so weiter im Innern vorgehen zu können. Ja, was ist schon so die Aufgabe eigentlich dieses KSKs? Und da haben führende Kräfte des KSK schon früh gezeigt, was die Funktion dieser Truppe eigentlich sein soll. So hat der ehemalige
Kommandeur Reinhard Günzel ein Buch geschrieben, welches hier rechts aufgezeigt ist, mit dem Gründer der GSG 9 Spezialeinheit der Bundespolizei Erich Wegener und einem ehemaligen Wehrmachtsoffizier. Und da hat er Folgendes gesagt, hier könnt ihr euch dieses Zitat anschauen. Die Einsätze der Brandenburger, der Vorläufer des KSK, gelten in der Truppe als geradezu legendär. Die Operationen der Division Brandenburg sind Lehrbeispiele erfolgreicher Kommandoeinsätze. Ja, und dazu muss man wissen, bei den Brandenburgern handelte es sich um eine nationalsozialistische Spezialeinheit, welche massiv an Kriegsverbrechen der Wehrmacht beteiligt war und insbesondere Partisaninnen und Partisanen auf dem Balkan besonderer Grausamkeit bekämpft hat. Ja, das ist also die Tradition, in die hier das KSK gestellt wird. Und wer sonst so noch zum Führungspersonal des KSK gehört, das zeigt der Fall des KSK-Oberstleutnant Daniel K., der auch an der Gründung des KSK beteiligt war und von Anfang an in dessen Dienst stand. Und der hat 2007, also schon eine ganze Zeit her, einen Brief geschrieben an einen moderaten ehemaligen Oberstleutnant Jürgen Rose. Der hat einen Brief geschrieben und dem hieß es: Sie werden beobachtet, nein, nicht von impotenten, instrumentalisierten Diensten, sondern von Offizieren einer neuen Generation, die handeln werden, wenn es die Zeit erforderlich macht. Ja, und diesen Brief hat dann Daniel K. mit den Worten "Es lebe das heilige Deutschland" unterschrieben. Und dieser Brief lag auch seinen damaligen Kommandeuren vor, aber Daniel K. verblieb in der Spezialeinheit, was natürlich ein klares Zeichen an andere Faschisten in dieser Organisation sind. Bleibt hier, führt eure Aktivitäten ruhig fort. Wir tun euch nichts, wir finden das sogar gut. Das zeigt also, faschistische Netzwerke in der Bundeswehr, die gibt es nicht etwa erst seit den Enthüllungen 2017 oder seit Migrationsbewegung 2015, sondern sie haben eine sehr lange Kontinuität. Ja, die Eliteeinheit des KSK organisiert sich auch außerhalb der Kaserne. Und dafür wurde im Jahr 2012 der Verein UNITA in Halle gegründet von Veteranen des Kommando Spezialkräfte, und auf den möchte ich im Folgenden eingehen. Ja, laut der offiziellen Website geht es dem Kern von UNITA, der geht auf eine Gruppe von Elitesoldaten zurück, die etwas, Zitat, zum Wohle der Gesellschaft tun wollen. Ja, also aus dem Veteranenverein des KSK. Und später hat sich der Verein aber auch für Menschen außerhalb dieser Spezialisierung geöffnet und rekrutiert heute Personal und Leute aus verschiedenen Bereichen, Wissenschaft, Sicherheitsbereich, Ärzten, Anwälten und so weiter. Aber zusammengefasst auf einen Ausdruck bezeichnet es UNITA selbst als Netzwerk für Spezialeinheiten und Geheimdiensten. Und das entspricht auch ihrer tatsächlichen Mitgliedschaft, die offiziell mit rund 2000 Personen angegeben wird. Ja, wer führt dieses Netzwerk eigentlich? Und da ist zum einen der KSK, der ehemalige KSK-Soldat André S. alias Hannibal. Der war bis Mitte 2018 Elite-Soldat beim KSK im oberen Foto. Und dort hat er als Hauptfeldwebel andere Spezialkräfte ausgebildet. Und er war bis zum Frühjahr 2019 Vorsitzender von UNITA und bis heute sitzt er im Vorstand. André S. weiß starke Kräfte hinter sich. Der Militärgeheimdienst, militärischer Abschirmdienst zum Beispiel, scheint ihn zu unterstützen. So hat er mal Journalisten der Taz, die hinter ihm quasi herrecherchiert haben, damit gedroht, den MAD einschalten zu können, falls diese ihn nicht in Ruhe lassen. Die Kontaktperson zu Hannibal scheint Peter W. zu sein. Er ist Oberstleutnant und ehemaliger Fallschirmspringer. Hier unten könnt ihr ihn im Bild sehen. Und er soll sich mehrfach mit Hannibal getroffen haben. Und auch einen Tag vor einer Razzia des Bundeskriminalamts in einer KSK-Kaserne in Calw, wo Hannibal stationiert war. Und das BKA hatte vorher nämlich dem militärischen Abschirmdienst, dem Geheimdienst der Bundeswehr, Bescheid gesagt, aber um Diskretion gebeten. Aber am nächsten Tag wurde kein belastendes Material bei Hannibal gefunden, gegen den sich auch die Suchen gerichtet hat. Und der hat danach freimütig erzählt, dass er von der Razzia wusste und wichtige Utensilien, unter anderem ein Laptop und so weiter, beiseite geschafft haben soll. Irgendwie muss er ja davon gewusst haben.
Und hier liegt der Verdacht nahe, dass es tatsächlich eben die Informationen aus dem MAD direkt an ihn geflossen sind. Ja, ein weiteres zentrales Mitglied von UNITA ist Ringo M. Dieser hat den Verein im Jahr 2016 gemeinsam mit André S. neu gegründet. Und in genau dieser Zeit, ja, 2015 bis 2019, war Ringo M. Mitarbeiter, ja, ein Agent des Landesamts für Verfassungsschutz Baden-Württemberg, also des Landesgeheimdienstes von Baden-Württemberg. Und die Vermutung liegt also nahe, dass Ringo M. hier in einem staatlichen Auftrag gehandelt hat, als er UNITA mitbegründete. Seine Person zeigt komplexe Verstrickungen rechter Netzwerke, denn Ringo M. ist nicht irgendwer. Ja. Das ist sehr spannend, nämlich war er 2005 Mitglied der Beweissicherung Festnahmeeinheit BFE 523 der Bereitschaftspolizei in Böblingen. Und Chef dieser Einheit war damals ein Mann, der heute Inhaber einer Sicherheitsfirma ist, die mit UNITA Geschäfte macht. Und in dieser Polizeieinheit waren auch Mitglieder des Ku Klux Klans, ja, also dieser faschistischen Organisation, unter anderem Thomas B., der 2007 wiederum Einheitsführer von Michel Kiesewetter war. Michel Kiesewetter ist ein Name, den vielleicht viele von euch schon mal gehört haben. Das ist ein mutmaßliches Opfer des NSU. Und bis heute wird ihr Tod den NSU-Mitgliedern Uwe Mundlos und Uwe Böhnhardt zugerechnet, obwohl es unzählige Hinweise auf andere Personen gibt. Und die offizielle Version ist ja, dass Kiesewetter ermordet worden sein soll, weil die Nazi-Terroristen an ihre Waffe rankommen wollten. Tatsächlich gab es immer wieder Hinweise darauf, dass es auch andere Täter möglicherweise in ihrem unmittelbaren Umfeld gegeben haben soll. Ja, des Weiteren gibt es neben Ringo M. auch noch andere, eine nicht namentlich bekannte Mitarbeiterin des Verfassungsschutzes aus Bayern, sowie Verbindungen in die Waffenindustrie. UNITA e.V. ist eine militärisch durchstrukturierte Organisation, die von Aussteigern auch als Sekte bezeichnet wird. Also tatsächlich in das Leben der Mitglieder eingreift und sie in allen Lebensbereichen organisiert. Und auch mit der Diskretion wird ernst gemacht, so soll es intern Kopfgelder auf sogenannte Maulwürfe, also die quasi nach außen Informationen weitergeben, soll es geben. Ja, zu den Seminaren und Schulungen, die es bei UNITA gibt, gehören unter anderem militärische Trainings, bei der KSK-Soldaten ihre Kenntnisse an andere Soldaten sowie auch an Zivilisten weitergeben. Hier gibt es zum Beispiel so ein Foto aus so einem Training. Dazu gehört zum Beispiel das Schießen aus einem Hubschrauber. Ja? Und diese Trainings finden im Rahmen der Ausbildung einer eigenen sogenannten Medical Response Unit oder einer Defense Unit statt. Das sind also letztlich paramilitärische eigene Strukturen, die parallel zu staatlichen Organisationen existieren. Ja, bei UNITA handelt es sich also um einen militärisch aufgebauten Verein, gegründet von Elitesoldaten und Geheimdienstlern, die paramilitärische Strukturen aufbauen. Aber das ist nur die Spitze des Eisbergs, denn UNITA scheint eine Art Deckverein für eine andere Struktur zu sein, da so zu fungieren, und zwar für das Kreuznetzwerk, auf das ich jetzt eingehen möchte. Ja, das Kreuznetzwerk scheint eine konspirative Parallelstruktur innerhalb von UNITA zu sein, an dem möglicherweise auch Nicht-UNITA-Mitglieder beteiligt sind. Das Netzwerk umfasst die Untergruppen Nordkreuz, Südkreuz, Ostkreuz, Westkreuz, Österreich und Schweiz. Und das entspricht genau der Strukturierung von UNITA. Und bis heute sind mindestens 12 Personen bekannt, die gleichzeitig Mitglied bei UNITA waren und in einem der Kreuznetzwerke waren. Ein Teil der Organisation der Kreuznetzwerke lief über sogenannte verschlüsselte Chatgruppen. Und wie die Taz berichtet, würden Beteiligte, Zitat, nicht zwischen den UNITA-Strukturen und den Chatgruppen unterscheiden. Für sie ist beides eins. Ja, neben lokalen Personen ist der MAD-Spitzel und KSK-Soldat André S. unter dem Pseudonym Hannibal Administrator all dieser Chats. Und ein Großteil dieser Chats und der Leute, die da drin sind, lässt sich klar dem Neurechten bis zum neonazistischen Spektrum zuordnen und einige sehen sich als Reichsbürger. Ja, was haben diese Leute zusammen gemacht? Zusammen organisierten sie paramilitärische Trainings, legten sogenannte Safe Houses an sowie Waffendepots. Und einige wurden noch konkreter und haben Terroranschläge geplant. Mittlerweile ist es zu 3 Razzien gegen Zellen innerhalb dieses Netzwerks gekommen, auf die ich im Folgenden genauer eingehen möchte. Ja, da ist zum einen das Nordkreuz, das ist die bisher bekannteste Sektion.
Administriert wurde diese Chatgruppe mit mehr als 40 Personen neben Hannibal, auch vom KSK-Elitesoldaten Robert alias Petrus. Dieser agierte zumindest im Jahr 2018 ebenfalls als Spitzel des Militärgeheimdienstes MAD. Ein weiterer Protagonist dieser Gruppe ist Marco G., hier auch mit Bild, der ebenfalls Admin von Nordkreuz war. Er war viele Jahre Beamter beim Landeskriminalamt und gehörte dort zum Sondereinsatzkommando, dem SEK, einer Eliteeinheit der Polizei. Und früher war er auch bei der Bundeswehr Teil der besonders exklusiven Fernspähkompanie. Die Aufgabe war Aufklärung hinter feindlichen Linien und so ein kleiner Fakt am Rande, er ist Mitglied der Alternative für Deutschland. Ja, an Marco G. haben alle Aktiven von Nordkreuz 600 Euro gezahlt, damit dieser geheime Depots anlegt mit Treibstoff und Nahrungsmitteln. Aber Marco G. hat nicht nur das gemacht, sondern er hat auch Waffendepots angelegt. Insgesamt wurden mindestens 30.000 Schuss Munition in seinem Umfeld gefunden, darunter auch 1.400 Schuss großkalibrige Munition. Abgezweigt wurden diese von ihm und drei weiteren SEK-Beamten seit 2012 aus Polizeibeständen, doch sowohl Munition aus Polizeibeständen als auch aus anderen Bundesländern als auch aus der Bundeswehr haben sich dort gefunden. Und das ist eben ein Hinweis auf ein bundesweit agierendes Netz, was hier Munition zusammengetragen hat. Außerdem wurde dort eine Maschinenpistole vom Typ Uzi gefunden, die schon 1993 bei der Bundeswehr als gestohlen gemeldet worden war. Ja, die Waffenlager sollten für Mordanschläge dienen. Ja, so soll sich Marco G. mit drei weiteren Personen, zwei ehemaligen Fallschirmjägern und einem Polizisten Anfang 2017 bei einer Imbissbude an einer Landstraße nahe Schwerin getroffen haben, um darüber zu diskutieren, ob sie am Tag X Linke in Bundeswehr-LKWs zu Orten bringen könnten, um sie dort zu erschießen. Und tatsächlich handelte es sich dabei nicht nur um irgendwelche Planspiele, denn so wurden unter anderem eine Bestellliste gefunden, auf der 200 Leichensäcke und Ätzkalk vermerkt war, damit die Verwesung der erschossenen Linken und Kommunisten beschleunigt werden sollte. Außerdem gab es auch schon Ideen, wie diese LKWs besorgt werden könnten, und zwar über Horst S. Er ist Major und war bis März 2017 Vize-Landeschef des Reservistenverbands in Mecklenburg-Vorpommern und Vizekommandeur der sogenannten regionalen Sicherungs- und Unterstützungskräfte. Das sind quasi Heimatschutzeinheiten der Bundeswehr. Und der hatte die Möglichkeit, den Zugriff auf solche LKWs. Bei diesem Treffen war unter anderem auch Kriminalkommissar Heik J. anwesend, der AfD-Mitglied ist und von seinem Dienstcomputer aus Adressen von politischen Gegnern abgerufen haben soll, um sie auf dieser Todesliste zu vermerken. Darunter sind Landtagspolitiker, aber auch Antifaschistinnen und Antifaschisten. Unterstützt wurde er aber von Jan-Hendrik H., einem Anwalt, der früher bei der FDP war und scheinbar auch überzeugter Neonazi. So hat er unter anderem ein Wettpokalschießen organisiert, wo auf dem Pokal Mehmet Turgut war. Das war ein Mensch, der am 25. Februar 2004 im Rostock von NSU unterschossen wurde. Und interessanterweise hat er auch Kontakte zu Daniel Fiss, ein wichtiger Protagonist im Bundesvorstand der Identitären Bewegung. Kommen wir nun zum nächsten Stück vom Kreuznetzwerk, das ist das Südkreuz. Das ist eine weitere Untergruppe, die 2015 gegründet wurde und ca. 50 bis 60 Personen umfasst haben soll. Administriert wurde diese Gruppe von Hannibal. Und bis heute ist die am meisten bekannte Person der faschistische Oberstleutnant Franco Albrecht. Hier können wir hier auf dem Foto sehen. Und der wurde am 3. Februar 2017 am Wiener Flughafen mit einer Waffe festgenommen und löste die Ermittlungen und Recherchen rund um das unitäre Netzwerk eigentlich erst aus. Bei ihm wurden dann Gewehre, eine Pistole, Sprengkörper und so weiter gefunden. Auch ein bei Rechtsterroristen beliebtes Handbuch für Guerillataktiken. Und bei seinem mutmaßlichen Komplizen Matthias F. wurden 1000 Schuss NATO-Munition gefunden. Außerdem gab es Maximilian T., bei dem Namen mit Institutionen und Ausspähnotizen beschlagnahmt wurden. Und auf dieser Liste befanden sich bürgerliche Politiker wie Claudia Roth und Bodo Ramelow, aber auch unter anderem die Vorsitzende der Antonio Amadeo Stiftung, die sich für Betroffene rechter Gewalt einsetzt. Und da gab es ganz konkrete Anschlagsplanungen, wie quasi Anschlag auf diese Person aussehen könnte.
Bekannt ist außerdem bei Franco Albrecht, dass er sich Ende 2016 als Flüchtling aus Syrien hat registrieren lassen. Das ist eine ganz absurde Geschichte, obwohl er kein Wort Arabisch kann. Es scheint also so, als ob er die Anschläge, die er vorhatte zu machen, danach Flüchtlinge in die Schuhe schieben wollte. Diese sogenannten False Flag Operationen sind Operationen, die wir kennen von einer anderen Struktur, und zwar den Stay Behind bzw. Gladio Strukturen, den NATO-Geheimarmeen, die aufgebaut wurden nach dem Kalten Krieg. Und dort gab es eben auch solche False Flag Operationen. Ja, Franco Albrecht war kein Einzeltäter, sondern Teil des Kreuznetzwerks. Er trat selber mit Unita-Abzeichen auf, versuchte neue Mitglieder zu werben und stand auch direkt in Kontakt mit Hannibal. Er soll sogar mindestens zweimal bei ihm zu Hause gewesen sein. Über die anderen Untergruppen des Kreuznetzwerks ist bisher kaum etwas bekannt. Eine aufschlussreiche Ausnahme bildet der Fall eines Arztes und ehemaligen Fallschirmjägers, der zu Westkreuz gezählt wird. Und die drei Söhne des Arztes sind tief in die rechte Szene verstrickt. Einer von ihnen ist zum Beispiel mit der Tochter von Götz Kubitschek liiert, einem der wichtigsten Köpfe der neuen Rechten. Und hier gibt es auch noch eine weitere bedeutende Verbindung. Gibt es ein Foto, auf dem quasi es ein Treffen gibt von diesem Arzt, wo auch Thorsten Heise, ein bundesweit bekannter Faschist, zu sehen ist aus Vetterode. Und Heise gilt als, wird immer wieder genannt, als Spiritus Rector von der Organisation Combat 18, die wiederum enge Verbindungen hat, auf die wir später noch eingehen werden, unter anderem zum NSU. Und hier sehen wir also in Vetterode verschmelzen Netzwerke der Faschisten zu einem großen Ganzen. Ja, über die Gruppen in Österreich und der Schweiz gibt es bisher fast keine öffentlichen Infos, doch sie scheinen bedeutend zu sein. So hielt sich Franco Albrecht eben öfter in Wien auf und mittlerweile ist der Verein Unita e.V. sogar in die Schweiz umgezogen. Das zeigt, dass sie dort auf ein großes Unterstützernetzwerk bauen können. Ja, wie reagiert der Staatsapparat, ist jetzt natürlich nun die Frage. Also es liegt so offen wie nie zuvor auf der Hand. In Deutschland existiert ein Netzwerk aus mehreren hundert Faschisten, faschistischen Elitesoldaten, Polizisten, Anwälten, Politikern, organisiert sich, um im Fall des Tag X Linke zu erschießen und bei der faschistischen Machtübernahme zu helfen. Und man könnte jetzt meinen, ja, dass eine wehrhafte Demokratie, die sich antifaschistisch gibt, darauf mit Razzien, Verhaftungswellen, Untersuchungshaft, Verbotsverfahren, höheren Gefängnisstrafen und so weiter antworten würde. Doch davon ist außer Maskerade sehr wenig zu sehen. Eine knappe Übersicht. Ja, der Anschlagsplaner Franco Albrecht befindet sich nach kurzer Untersuchungshaft wieder auf freiem Fuß, betritt weiter Bundeswehrsold und tritt öffentlich auf. Matthias F., der Helfer von Franco Albrecht, wurde im September 2019 wegen des Lagers von Munition gerade mal zu einer Bewährungsstrafe und einer Geldstrafe von 2.500 € verurteilt. Maximilian T., also das ist der mit den Anschlagsplanungen, bei denen die gefunden wurden, gegen den wurde ein Ermittlungsverfahren einfach eingestellt. Gegen den Nordkurzgründer Marco G. gab es auch ein Verfahren und dort wurde er zu einer Bewährungsstrafe verurteilt. Seine drei SEK-Kollegen sind auf freiem Fuß. Ja, lediglich gegen Heik J. und Jan-Hendrik H. Ermittelt die Generalbundesanwaltschaft jetzt seit zweieinhalb Jahren wegen Terrorvorwürfen. Alle anderen aus dem Netzwerk gelten als Zeugen und also in dieser Zeit gab es auf jeden Fall genug Gelegenheiten, Beweise zu wegzuschaffen. Und noch immer ist keine Anklage erhoben. Ja, André alias Hannibal S., der wurde versetzt und hat eine Geldstrafe bekommen, sonst ist ihm nichts passiert. Bis heute ist er im Vorstand von UNITA. Gegen die Elitesoldaten Robert Petrus P. wurde 2017 ermittelt. Die Ermittlungen wurden jedoch ohne Anklageerhebung abgeschlossen. Auch gegen den UNITA-Mitbegründer und Verfassungsschutzagenten Ringo M. läuft kein Verfahren. Der MAD-Agent Peter W., ja, der mit Hannibal, wurde wegen Geheimnisverrat angeklagt und freigesprochen. Und ja, UNITA e.V. musste ja bis heute noch gar keine Konsequenzen ertragen. Bisher sind sie weiterhin sogar ein gemeinnütziger Verein.
Gut, kommen wir jetzt zum nächsten Thema und zwar dem Nazi-Untergrund. Während das Kreuznetzwerk mittelfristig aufgebaut wird und ein Teil dessen zwar schon konkrete Attacken und Angriffe vorbereitet, aber noch nicht verübt hat, geht ein anderer Teil der faschistischen Bewegung schon weiter. Dabei handelt es sich um Neonazis, die dem Konzept des führerlosen Widerstands anhängen, wie es unter anderem von Blood and Honor und dessen bewaffneten Arm Combat 18 entwickelt wurde. Und in diesem Bereich kann man die Morde und Anschläge des nationalsozialistischen Untergrunds von 1999 bis 2007 sowie den jüngeren Mordanschlag auf den CDU-Politiker Walter Lübcke unserer Meinung nach einordnen. Ja, kommen wir zuerst zum Attentat auf Walter Lübcke. Das hat am 2. Juni stattgefunden. Er wurde vor seinem Wohnhaus erschossen und immerhin die höchste politische Person in Hessen. Und erst 2 Wochen später wurde der Faschist Stefan Ernst festgenommen. Und neben Ernst wurde auch Markus Hartmann verhaftet. Mittlerweile schieben die sich gegenseitig den schwarzen Peter hin und her, wer jetzt quasi Lübcke umgebracht haben soll. Auf jeden Fall kann man sie hier auf dem Foto zusammen sehen. Ernst selbst ist seit den 90ern in der Nazi-Szene aktiv und hat selbst schon 92, 93, 2009 und 2016 rechte Angriffe oder sogar Anschläge verübt. Und ja, noch im gleichen Jahr spendete er 150 Euro an die AfD. Und auch dieses Foto hier zeigt ihn auf einer AfD-Demo im September 2018. Ja, bisher hat der Generalbundesanwalt, also die oberste Untersuchungsbehörde, gesagt, dass es keine Hinweise darauf gäbe, dass der Beschuldigte in eine rechtsterroristische Vereinigung eingebunden gewesen sein soll. Und die Realität sieht aber anders aus. Ja, so zeigen sich mehrere Verbindungen von Ernst zur Organisation Blood and Honor bzw. Combat 18. Ja, vielleicht erst kurz was zu dieser Organisation. Bei Combat 18 handelt es sich um den bewaffneten Arm der in Deutschland seit dem Jahr 2000 verbotenen Neonazi-Organisation Blood and Honor. Und ja, Combat 18 war absurderweise 20 Jahre lang nicht verboten. Also jetzt erst kürzlich gab es dann das Verbot. Und bis dahin konnte man sich quasi sogar legal organisieren. Ja, übersetzt steht Combat 18 für Kampfgruppe Adolf Hitler. Und es ist davon auszugehen, dass Combat 18 und Blood and Honor der Zeit und auch nach dem Verbot die eine und dieselbe Struktur sind. Ihre bewaffnete Strategie bezeichnet die Gruppe selbst als führerloser Widerstand. Dabei werden Anhänger aufgefordert, kleine rechtsterroristische Zellen zu bilden und Attentate zu verüben. Und wichtig ist natürlich, führerlos bedeutet nicht, dass es keine Führung gibt. Das wäre auch sehr absurd zu denken bei einer Organisation, die einen autoritären Führerstaat errichten will. Aber es geht darum, dass es keine formale, direkt sichtbare Führungsstruktur gibt, um die Zerschlagung der gesamten Organisation zu erschweren. Ja, Blood and Honor Combat 18 kann auf eine lange Geschichte von staatlich finanzierten und kontrollierten Aufbau zurückblicken, sowie auf erfolgreiche Terroraktionen im Rahmen des nationalsozialistischen Untergrunds NSU, worauf ich jetzt gleich eingehen möchte. Ja, im Jahr 2000 wurde Blood and Honor verboten, aber die Kontinuität wurde gewahrt. So war zum Beispiel der Deutschlandvorsitzende von Blood and Honor, Stefan L., alias Pinocchio, schon 1997 als V-Mann angeworben worden, also als Spitzel des Bundesamts für Verfassungsschutz. Und auch nach dem Verbot im Jahr 2000 hat er die Struktur weitergeführt, bis mindestens 2010. Und sehr interessant, als der NSU aufgeflogen ist, wurde er abgezogen. Ja, in seine Zeit als Blood and Honor Chef fallen die Morde des NSU, die vom Thüringer LKA im Jahr 1999 zum harten Kern der Blood and Honor Bewegung gezählt wurde. Ja. Und der NSU verwirklichte nicht nur die Ideologie des führerlosen Widerstands. Bei einer Durchsuchung einer angemieteten Garage wurde haufenweise Blood and Honor Propagandamaterial gefunden, sowie Adresslisten von NSU-Unterstützern, ein Großteil davon Blood and Honor Aktivisten. Und auf dieser Liste fanden sich unter anderem Thomas Corelli Richter, ja, der war führender Kopf bei Blood and Honor. Der hat dem NSU mindestens einmal Unterschlupf gewährt und war von 1994 bis 2012 V-Mann beim Bundesamt für Verfassungsschutz. Außerdem Carsten Piatto,
der von 1992 bis 2000 V-Mann beim Sächsischen Landesamt für Verfassungsschutz war, ein NSU-Kontaktmann und Ku Klux Klan-Aktivist und auch zum Beispiel Thomas Starke, der dem NSU Sprengstoff besorgt haben soll, eine Garage angemietet haben soll, Blood and Honor-Konzerte organisiert haben soll und von 2000 bis 2010 V-Mann des Berliner LKAs war. Ja, das Trio war insgesamt umgeben von mindestens 40 V-Personen, durch die der Staat bedeutende Teile der rechtsterroristischen Struktur steuern konnte. Und der NSU kann also zum Blood and Honor und Combat 18 Netzwerk gezählt werden. So verwundert es auch nicht, dass bei Stefan Ernst und auch bei Markus Hartmann, der mit ihm ja auch jetzt im Knast sitzt, mehrere Verbindungen zu Blood and Honor und Combat 18 sowie zum NSU zu sehen sind. Ja, spätestens seit Anfang der 2000er wohnt Ernst in Kassel und dort hat er sich unter anderem an NPD-Auftritten und Demonstrationen beteiligt und des Weiteren gehört er zum engeren Kreis um Mike Sawallich, einem führenden Mitglied der Euloxiv Street Fighting Crew, die damals vorgab, Combat 18 in Deutschland zu präsentieren. Und auch kurz nach der Festnahme von Stefan Ernst hat den Sawallich in sozialen Netzwerken als besten Kameraden bezeichnet. Erst kürzlich wurde außerdem bekannt, dass der Revolver, mit dem Walter Lübcke ermordet worden sein soll, aus einem Lager von Combat 18 Pinneberg stammen könnte. Damals waren dort mehrere Revolver bei einer Razzia beschlagnahmt worden, von diesem ähnlichen Modell. Aber es ist davon auszugehen, dass es eben nicht alle waren, wohl damals schon von ausgegangen. Außerdem gibt es Verbindungen von Ernst zum NSU, also so taucht sein Name 11-mal in Akten des hessischen Geheimdienstes über die faschistische Szene, wo insbesondere die Untersuchungen zum NSU dargestellt werden. Die taucht dort 11-mal auf. Und ja, die Akte über Ernst wurde für die Ermittlungsbehörden als erstes für die nächsten 120 Jahre gesperrt, nicht gelöscht. Mittlerweile wurde diese Frist auf 30 Jahre dann heruntergesetzt. Außerdem hatte Stefan Ernst Kontakt zum Geheimdienst oder einem V-Mann des Geheimdienstes. Und zwar kommt hier eine sehr interessante Person rein. Und zwar soll der Agent, der ehemalige Agent des Hessischen Landesamt für Verfassungsschutz, Andreas Temme, dienstlich mit Ernst zu tun gehabt haben. Den können wir hier auf dem Foto sehen. Und Temme ist nicht irgendwer. Temme ist eine Schlüsselperson im NSU-Komplex. Er war selbst am 6. April 2006 in dem Internetcafé, in dem Halid Yozgat ermordet wurde. Und später wurden bei einer Durchsuchung bei Temme Waffen, illegale Munition, Hitlers Mein Kampf, selbstgemalte SS-Ruhen und so weiter gefunden. Man hat ihn in seinem Dorf für Klein Adolf genannt. Ja. Man hat ihn festgenommen und wenige Stunden aber nach dem Verhör schon laufen lassen. Dieser faschistische Agent wurde also durch den Geheimdienst geschützt und dann später nur versetzt. Und außerdem eine wichtige Information, die wenig bekannt ist, ist, dass laut Handy-Bewegungsprofil Temme bei 6 weiteren NSU-Morden in der Nähe war. Ja. Das heißt, dass es sich also zum einen bei den NSU-Morden um staatlich betreute Morde handelt. Und jetzt hat diese Person auch noch dienstlich mit Stefan Ernst zu tun gehabt. Ja, das bedeutet also, dass Ernst entweder selber V-Mann war, was der Geheimdienst bestreitet, oder dass er engen Kontakt zu anderen V-Männern hatte. Möglicherweise Benjamin G., einem Neonazi, der von Temme geführt wurde. Auch bei Markus Hartmann gibt es Verbindungen zum NSU und dem Kasseler NSU-Mord. So stammt Hartmann aus derselben Gegend in Thüringen wie der NSU und war seit 1990 aktiver Faschist vor Ort. Und 2006 wurde er als Zeuge nach dem NSU-Mord in Halle Josgard in Kassel befragt. Da haben die ihn befragt, aber es gibt keinerlei Notizen dahinter zu seinem faschistischen Hintergrund und so weiter. Und auch er wurde dann laufen gelassen. Ja, fassen wir also die vorhandenen Indizien zusammen, ist davon auszugehen, dass Stefan Ernst und Markus Hartmann zur Combat 18-Zelle in Kassel und damit auch zur Unterstützerzelle des NSU gehört haben, welche im NSU-Prozess nie aufgedeckt wurde, obwohl klar war, dass sie Unterstützer hatten. Und auf eine Funktion als rechte Schläfer weist auch das umfangreiche Waffenlager hin mit über 46 Schusswaffen, ja, 46 Stück, welches bei den Tatverdächtigen gefunden wurden.
Und es hat sich also gezeigt, dass sie nach Ende des NSU das Konzept des führerlosen Widerstands fortgeführt haben. Sie haben eine eigene Zelle gegründet, haben das Opfer Walter Lübcke ausgewählt, der übrigens schon auf einer Todesliste des NSU gestanden hat. Ja, höchstwahrscheinlich gibt es von solchen Strukturen noch viele weitere in Deutschland. Und selbst bei aufgedeckten Straftaten wird die Polizei kaum tätig. So befanden sich vergangenes Jahr offiziell 467 faschistische Straftäter auf freiem Fuß, obwohl sie per Haftbefehl gesucht wurden. Also eine Verdopplung im Vergleich zum Jahr 2014. Und es ist davon auszugehen, dass also ein Teil dieser Faschisten in faschistischen Schläferzellen aktiv ist. Und das ist also die Realität, auf die man sich dort einstellen muss. Ja, einen letzten Aspekt, auf den ich in diesem Bereich hier noch eingehen möchte, ist der NSU 2.0. Denn der Mord an Walter Lübcke führt nicht nur zu Blood and Honor, zu Combat 18, zu NSU und Geheimdiensten, sondern noch zu einer weiteren Institution, nämlich der Polizei in Hessen. Denn schon 3 Tage nach dem Mord, ja, als Stefan Ernst und Markus Hartmann noch gar nicht als Verdächtige bekannt waren, da ging bei der Frankfurter Rechtsanwältin Celia Bassayildiz ein Bekennerschreiben per Fax ein. Und darin stand sinngemäß, wir haben Walter Lübcke getötet, bald bist du dran. Und der Brief war wie 5 vorherige mit dem Kürzel NSU 2.0 unterzeichnet. Ja? Und das heißt, man muss sich also klar machen, dass es hier also quasi eine, es möglicherweise Täterwissen gegeben hat. Ja? Von Leuten, die also aus der Frankfurter Polizei kamen und hier möglicherweise diesen Drohbrief geschickt haben. Denn die Spur hat eben in die hessische Polizei geführt. Kurz vor dem Versand des Faxes waren die privaten Daten eben von Bassayildiz in einer Frankfurter Polizeiwache abgefragt worden. Mittlerweile gibt es Ermittlungen gegen insgesamt 38 Polizisten, die selbst auch mit faschistischen Parolen aufgefallen sind oder Informationen an Faschisten weitergegeben haben sollen. Zum Beispiel bei der Gruppe Freital unter anderem. Ja, nachdem wir uns nun mit den Leuten beschäftigt haben, die direkt am Abzug sitzen, kommen wir nun zu ihrem parlamentarischen Arm der AfD. Schon immer hat die faschistische Bewegung sich darum bemüht, neben Terrorgruppen, Straßenschlägern, Medienorganen auch eine faschistische Massenbasis und eine Massenpartei aufzubauen. Ihnen ist bewusst, dass eine Organisation, die rechte Gewalt nur ausübt, zur Errichtung einer faschistischen Diktatur nicht ausreicht. Man muss auch die Herzen und Köpfe einer Millionenmasse gewinnen. Und jahrzehntelang hat die faschistische Bewegung dafür Massenarbeit betrieben, aber ihre erfolgreichste Partei, die NPD, konnte den wirklichen Sprung zu einer Massenpartei nicht schaffen, trotz massiver Geheimdiensthilfe. Aber in den letzten Jahren hat sich eben die Situation verändert. Grundlage dafür war eine zielgerichtete Intervention einer Allianz aus den gefährlichsten faschistischen Elementen der Mitte der deutschen herrschenden Klasse, darunter Kapitalisten, Militärs, Polizisten, Geheimdienstler und führende Politiker. Und ihnen ist es in den letzten Jahren gelungen, einen parlamentarischen Arm des Faschismus mit wirklichem Masseneinfluss aufzubauen, der Alternative für Deutschland. Ja, mittlerweile scheut man in der AfD selbst vor faschistischer, den braunen Terror vorbereitender Rhetorik nicht zurück. Das sieht man schon bei Leuten wie Alexander Gauland, der erklärte, man sollte wieder stolz auf den faschistischen Terror deutscher Soldaten im Zweiten Weltkrieg sein. Das zeigt sich aber besonders offen bei Vorsitzenden einiger Landesverbände in Ostdeutschland. Der sächsische AfD-Vorsitzende Jörg Urban erklärte, auch das derzeitige Regime werden wir mit Hilfe vernünftiger Menschen zum Einsturz bringen. Der Thüringer Vorsitzende Bernd Höcke spricht bei einem Interview, bei einem Auftritt im Sommer 2018 vom Verwesungsgeruch einer absterbenden Demokratie, von Wut und Renitenz als Bürgerpflicht. Und in seinem 2018 erschienenen Buch kündigt er Grausamkeiten an und dass Deutschland nach der Machtergreifung der AfD ein paar Volksteile verlieren werde. So sagt er das. Ja, ebenso wie er spricht auch Brandenburgs AfD-Chef Andreas Kalbitz, dass die AfD eben die letzte evolutionäre Chance für Deutschland sei. Danach kommt nur noch Helm auf.
Ja, und bei diesem Politiker muss man eben sagen, also führende Köpfe des Flügels, der mittlerweile aufgelöst ist, aber von den anderen Teilen der AfD zur Mitte der AfD gezählt wird. Also können diese Personen durchaus als repräsentativ für die gesamte Partei gesehen werden. Ja, Andreas Kalbitz spricht von Helm auf. Er weiß, wovon er spricht, denn Kalbitz war selbst Militär. Und zwar von 1994 bis 2005 war er Soldat und Ausbilder in der Fallschirmspringer-Kaserne Franz Josef Strauß in Altenstadt. Und das ist eine sehr spannende Kaserne in diesem ganzen Komplex. Und zwar eine Kaserne, in der die faschistische Tradition hochgehalten wird. Mitte der 90er Jahre haben hier Fallschirmjägersoldaten noch Führers Geburtstag gefeiert mit Reichskriegsflagge, nationalsozialistischem Horst-Wessel-Lied und allem drum und dran. Und Kommandeur in dieser Zeit war Fritz Zwicknagel, der heute für die AfD im Bundestag sitzt. Und die Kaserne Altenstadt zeigt nicht nur diese Verbindung, sondern auch eine ganz andere Art und Weise, eine ganze Reihe von Verbindungen von AfD, Staatsapparat und rechten Terror. Denn nicht nur Kalbitz und Zwicknagel waren dort, sondern auch auffällig viele Mitglieder des rechtsterroristischen Kreuznetzwerks, darunter dessen Anführer Hannibal und Petrus, auch Hannibals MAD-Agent Peter W., Franco Albrecht, Marco G. und der Westkreuz Aast. Alle diese Gestalten sind dort gewesen und ebenfalls führende Mitglieder des Netzwerks. Und es gibt noch weitere Verbindungen des Kreuznetzwerks in deutsche Parlamente. So hat der AfD-Abgeordnete Jan Nolte, den man auf dem Foto oben sehen kann, selbst Oberbootsmann der Reserve, Südkreuz-Mitglied Maximilian T. bei sich als persönlichen Referenten angestellt. Das war der, der die Anschlussziele für Franco Albrecht ausgekundschaftet hat. Außerdem sitzt UNITA-Gründer Ringo M. sowie Thomas B. Die kennen den AfD-Abgeordneten Martin Hess noch auch aus der gemeinsamen Zeit bei der berüchtigten Polizeieinheit BFE 523. Und Heik J., gegen den Terrorverfahren läuft, ist ja, im Ausschuss Innere Sicherheit der AfD in Mecklenburg-Vorpommern. Und es zeigt sich, AfD und terroristische Bewegungen gehen Hand in Hand, vermittelt von faschistischen Militärs. Und davon gibt es eine ganze Menge in der AfD. Zum Beispiel den Chef des Landesverbandes Rheinland-Pfalz, Oberstleutnant Uwe Jung. Dann gibt es noch Georg Pasederski im Rang des Obers im Generalstab oder auch Leute wie Joachim Wundrak. Und das ist nochmal eine andere Qualität, weil das ist ein ehemaliger General der Luftwaffe, der für die AfD kandidiert hat in Hannover als Oberbürgermeister. Und ja, das Bild zeigt ihn hier mit Ursula von der Leyen, der ehemaligen Verteidigungsministerin. Und das sind also wirklich Leute, die ganz gefährlich sind. Und das Bild an der Spitze, das zeigt sich auch in der Struktur. Von den 35.000 Parteimitgliedern sollen laut AfD rund 2.100 Berufssoldaten sein. Ja, die Struktur wird direkt gefördert von führenden Stellen des Staatsapparats. Und ich möchte hier besonders auf Hans-Georg Maaßen eingehen, der viel mittlerweile bekannt ist. Er war 2012 bis 2018 6 Jahre lang Chef des deutschen Inlandsgeheimdienstes mit dem Namen Bundesamt für Verfassungsschutz. Also genau in der Zeit, in der die AfD gegründet wurde und ihre sprunghafte Entwicklung hingelegt hat. Und in dieser Zeit hat er sich selbst mehrfach mit führenden AfD-Politikern getroffen, um sie bei der Entwicklung ihrer Partei zu helfen und zu beraten, wie sie vermeiden kann, nicht zu einem Verdachtsfall für den Verfassungsschutz zu werden. Und tatsächlich hat Maaßen eine Beobachtung der AfD während seiner gesamten Zeit verhindert, obwohl die Partei immer weiter nach rechts gerutscht ist. Offenbar wollte er die positive Entwicklung dieser faschistischen Organisation. Und das scheint nicht nur für den parlamentarischen, sondern auch für den terroristischen Arm des Faschismus zu gelten. So wies er konsequent jegliche Verantwortung von Geheimdiensten in Bezug auf den NSU von sich. Er sagt, sein Amt sei nicht zuständig gewesen. Ja. Das ist natürlich ein Hohn, wenn wir an die vielen V-Männer des Geheimdienstes rund um den NSU denken. Und selbst für längst verstorbene Nazis scheint Maaßen noch etwas übrig zu haben. So verhinderte er die Herausgabe von Akten über den SS-Hauptsturmführer und Kriegsverbrecher Alois Brunner.
Und in diesen Akten sollen sich halt Erkenntnisse finden, wie er lebenslang seiner Verhaftung entgehen konnte. Und es wird davon ausgegangen, dass eben Geheimdienstler ihm geholfen haben, deutsche Geheimdienstler, sich abzusetzen. Und ja, auch für solche Leute hat offensichtlich Maaßen noch ein Herz. Dieser Typ saß also jahrelang auf dem Chefposten des deutschen Inlandsgeheimdienstes und seine rechten Positionen waren allseits bekannt. Das Problem wurde er erst, als er massiv damit in die Öffentlichkeit ging. So hat er ja 2018 nach gemeinsamem Auftritt von AfD-Prominenz und Neonazi in Chemnitz die Hetzjagd auf Migranten geleugnet, ist zu der AfD zur Hilfe geeilt und ja, wurde auch eingeladen, bei der AfD Mitglied zu werden, aber Maaßen blieb in der CDU und treibt deren Rechtsentwicklung, insbesondere mit der CDU-Untergruppe Werteunion, immer weiter voran in Richtung AfD. Die öffentlich bekannten Fakten zu Maaßen zeigen also, an der Spitze des Geheimdienstes saß ein strammer Antikommunist, der öffentlich rassistische Hetzjagden leugnete, Altnazis beschützte und die AfD als zukünftige Koalitionspartner der CDU vorantreibt. Und da ist die Frage, kann man da wirklich noch von einem Zufall sprechen, dass der Aufstieg der AfD gerade in diese Zeit fällt? Ja, es ist nicht viel naheliegender, davon auszugehen, dass der Geheimdienst aus strategischen Gründen die AfD mit aufgebaut hat. Diese These ist natürlich ja, eine scharfe These und da müsste man natürlich die Frage stellen, was könnte das für einen Grund haben, was für eine Strategie könnte dahinter stehen und wie wird sie eigentlich bestimmt? Und damit möchte ich mich gleich beschäftigen. Vorher aber noch mal kurz ein Fazit zum gesamten Netzwerk, was wir bisher uns angeschaut haben. Ja, fassen wir jetzt das zusammen, was wir bisher sehen konnten. In Deutschland existiert eine Schattenarmee aus hunderten Faschisten, die meisten davon hochausgebildete Elitekämpfer. Angeleitet wird dieser Trupp von Elitesoldaten, V-Männern und Geheimdienstlern. Innerhalb der offiziellen Bundeswehr bestehen faschistische Netzwerke, die sich durch Eliteeinheiten wie das Kommando Spezialkräfte und die Fallschirmspringer-Kaserne in Altenstadt ziehen. Ein neonazistischer Untergrund existiert, der sich nach dem Konzept des führerlosen Widerstands organisiert, die Feigenanschläge des NSU fortführt und die Infrastruktur dafür bereitstellt. Diese Struktur ist durchsetzt von verschiedenen Spitzen verschiedener Geheimdienste. Des Weiteren existieren rechte Zellen innerhalb der Polizei, die sich selbst als NSU 2.0 bezeichnen. In allen deutschen Parlamenten existiert zudem eine faschistische Partei, die als parlamentarischer Arm der faschistischen Bewegung innerhalb und außerhalb des Staatsapparats inklusive ihrer terroristischen Strukturen fungiert. Aufgebaut und gefördert wird sie von führenden Mitgliedern aus deutschen Geheimdiensten und dem Militär. Gleichzeitig scheint von Seiten der Repressionsorgane nichts Nennenswertes zu passieren. Kein Verbot von UNITA, dem Kreuznetzwerk oder gar der AfD, keine Auflösung von Truppenteilen wie dem KSK, der Kaserne Altenstadt oder gar dem Geheimdienstverfassungsschutz, keine Verfolgung der Führung des Kreuznetzwerks, Suche nach Hintermännern des Lübcke-Mords oder gar von Geheimdienstlern. Ja, nachdem wir diese für jeden öffentlich zugänglichen Informationen zusammengetragen haben, wollen wir die Frage stellen, wie ist das zu erklären? Ja, wie ist die Existenz einer staatlich geführten Terrorgruppen sowie die massive Förderung einer faschistischen Partei durch führende Mitglieder des Staatsapparats zu erklären? Was sagt das über die Verbindung von Staat und Faschismus aus? Und darauf möchte ich jetzt eingehen. Ja, wer hat Interesse am Faschismus? Um diese Frage zu beantworten, ist es notwendig, in die Ökonomie zu schauen. Die Lage des deutschen Imperialismus, des deutschen Finanzkapitals sowie die Dynamik des internationalen Konkurrenzkampfs sich genau anzuschauen, wie auch die Dynamik des Klassenkampfs. Und erst auf der Grundlage all dieser Faktoren kann der Faschismus als strategische Option des deutschen Finanzkapitals wirklich begriffen werden, ebenso wie seine Rolle für die bürgerliche Demokratie. Denn Deutschland ist, wie jedes andere Land im heutigen imperialistischen Weltsystem, eine Klassengesellschaft. Ja, also die 45 reichsten Menschen in Deutschland besitzen so viel wie die 45 Millionen ärmsten Menschen in Deutschland, ja, also die ärmere Hälfte der Bevölkerung. Und die deutsche Finanzoligarchie kämpft deshalb notwendigerweise auf der einen Seite gegen die Arbeiterinnenklasse im eigenen Land,
aber auch gegen die Imperialisten anderer Länder auf der internationalen Bühne. Und ihr Instrument, um in diesem Kampf sich durchzusetzen, das ist der Staatsapparat. Ja? Und welche Form der Staatsapparat als Herrschaftsinstrument annimmt, hängt von der Entwicklung der kapitalistischen Widersprüche ab. Ja? Und dort kommen wir zu den entscheidenden Punkten der marxistischen Faschismustheorie. Und zwar müssen wir uns ansehen, erstens die zwischenimperialistischen Widersprüche. Ja? Das heißt, wird die imperialistische Unterwerfung anderer Länder sowie der zwischenimperialistische Konkurrenzkampf im Wesentlichen durch Diplomatie und wirtschaftliche Durchdringung durchgeführt? Oder werden im Wesentlichen Krieg und offene Besatzung als Mittel eingesetzt? Dann zweitens, kann der Schein der Sozialpartnerschaft noch irgendwie aufrechterhalten werden oder benötigt es eine offensive und intensivere Unterdrückung der Arbeiterinnenklasse im Innern, um die Verwertungsbedingungen des Kapitals zu verbessern? Und drittens, der Widerspruch zwischen Lohnarbeit und Kapital. Das heißt, kann das Protestpotenzial der Arbeiterinnenklasse in ausgebeuteten Ländern ebenso wie im imperialistischen Inland durch Integration und Betrug und so weiter eingefangen werden? Oder benötigt es den offenen Terror gegen die Arbeiterinnenbewegung? Und in der Frage, wie diese Fragen zu beantworten sind, ist sich die Kapitalistenklasse nicht immer einig. Ja, es gibt Teile, die vor allem noch lange vermittels Betrug und Diplomatie vorangehen wollen. Es gibt solche, die Betrug und offene Eroberung und Unterdrückung kombinieren wollen. Und es gibt solche, die im Wesentlichen auf imperialistischen Chauvinismus und Terror nach innen und nach außen setzen wollen. Und je nachdem, wie der entscheidende Teil der Kapitalistenklasse diese Fragen beantwortet, nimmt der Staat die Form einer bürgerlichen Demokratie oder die einer faschistischen Diktatur an. Ja. Und dazwischen besteht keine chinesische Mauer, sondern ein Prozess der Faschisierung, auf den ich später noch eingehen werde. Und das sind die entscheidenden Grundlagen der Faschismustheorie. Ja, dass man sich also quasi den Faschismus als eine strategische Option begreift des Kapitals, die sie anwendet, ausgehend von der Analyse und der Entwicklung der verschiedenen Widersprüche des imperialistischen Weltsystems. Und bestimmend dafür, welche Haltung sich nun durchsetzt, ist im deutschen imperialistischen Staat die Haltung des Finanzkapitals und insbesondere der Finanzoligarchie. Und diese zeichnen sich in Deutschland durch eine sehr hohe personelle und familiäre Kontinuität bei gleichzeitig sehr unterschiedlichen Herrschaftsmethoden aus. Und da möchte ich jetzt etwas genauer darauf eingehen. Ja, und so gibt es innerhalb dieser Finanzoligarchie im heutigen Deutschland einen hohen Anteil an Familien, welche in einer über ein Jahrhundert währenden Kontinuität alle möglichen Staatsformen und Herrschaftsmethoden angewendet haben. Ja, von der Monarchie über die Entfesselung des Ersten Weltkriegs, von der Niederschlagung der sozialistischen Revolution zur Weimarer Demokratie hin zum Hitlerfaschismus und dem Zweiten Weltkrieg hin zur imperialistischen Weltmacht BRD heute. Und sehen wir uns als Beispiel zum Beispiel die Familie Quandt an. Ja, das ist eine Kapitalistenfamilie seit Ende des 18. Jahrhunderts, hier rechts im Bild zu sehen. Und deren Textilbetriebe haben schon das deutsche Militär beliefert. Ja? In der Kaiserzeit, der Weimarer Zeit und später auch Hitlerdeutschland. Und die Quandts sind auch in das Rüstungsgeschäft eingestiegen. Und die Bedeutung dieser Familie für das spätere Regime zeigt sich zum Beispiel darin, dass der Familienpatriarch Günther Quandt 1937 zum Wehrwirtschaftsführer ernannt wurde. Ja? Und nach dem Zweiten Weltkrieg haben die Söhne das blutgetränkte Erbe der Quandts übernommen und damit die Bayerischen Motorenwerke BMW aufgebaut. So, und noch heute halten sie fast die Hälfte der Aktien am BMW, eines der wichtigsten deutschen Monopole, und sie gehören zu den reichsten Familien Deutschlands, sind Multimilliardäre. Ja, und eine ähnliche Historie kann man zu der Familie Porsche und Pirch, die hier links im Bild gezeichnet wird, den Volkswagen gehört. Die gleiche Historie kann man sich durchlesen und anschauen zu den Familien Braun oder Schaeffler von der Schaeffler AG, die alle zu den heutigen Top 10 der deutschen reichsten Familien gehören und ihr Vermögen insbesondere in der Hitlerzeit massiv ausgeweitet haben. Von einem Milliardär aus Nazi-Dynastie-Vergangenheiten ist auch eine direkte Finanzierung der AfD bekannt. Und zwar handelt es sich hier um den 87-jährigen Unternehmer und Banker August von Finck. August von Finck
Junior, das ist der hier, der ist der Sohn von August von Finck Senior. Das war ein sehr früher Bewunderer von Hitler. Und dessen Privatbank hat unter anderem das jüdische Bankhaus Rothschild übernommen. Und ja, mit Papas Nazigeld wurde auch nach dem Zweiten Weltkrieg weitergemacht. Heute ist Finck Hauptaktionär der Restaurant- und Hotelgruppe Mövenpick. Und er verfügt nach Schätzungen über ein Vermögen von rund 9,2 Milliarden US-Dollar. Damit liegt er auf Platz 16 der reichsten Menschen in Deutschland. Und ja, wie Journalisten herausgefunden haben, hat er auf verschiedenen Wege der AfD geholfen, sich aufzubauen und ihre Position zu verbreiten. So soll er der Geschäftsführer der Vermögensverwaltung von Finck im März 2017 Unterstützung gezeigt haben bei dieser AfD-nahen Zeitung Deutschland Kurier. Dann gibt es AfD-Veranstaltungen, die von der Münchner PR-Agentur bezahlt waren, die Verbindung zu Finck aufweisen. Über 100.000 Euro sollen dort geflossen sein. Außerdem hat er das Projekt des rechten Bürgerkonvents von Beatrix von Storch mit einer Millionensumme unterstützt. Und laut internen Umfragen war Finck auch über seine Handelsfirma Degussa an einem gewinnbringenden Goldhandel beteiligt, mit dem die AfD in den ersten Jahren ihre finanzielle Basis überhaupt schaffen konnte. Ja. Das heißt also, wir sehen hier auch, wie quasi einflussreiche Milliardäre eben an solchen Parteien mitwirken. Und nicht nur die deutsche Finanzoligarchie kann auf eine 100-jährige Herrschaftsgeschichte zurückblicken, auch der deutsche Staatsapparat kann eine solche Kontinuität sehen, welche das Kapital durch alle politischen Hüllen seiner Herrschaft begleitet hat. Und diese Kontinuität, das ist die Kontinuität im sogenannten Tiefenstaat. Und den Tiefenstaat, den haben wir mal so diskutiert. Die Kontinuität zur Ausführung aller für das Kapital notwendigen Funktionen über alle Regierungswechsel hinweg wird durch den Tiefenstaat gewährleistet. Dieser setzt sich zusammen aus langjährigen Mitarbeitern aus Geheimdienst und Militärapparat, der Justiz, der Ministerialbürokratie sowie Vertretern der Monopolkonzerne. Sie sorgen für die langfristige Kontinuität der deutschen imperialistischen Strategie, auch wenn das wechselnde Spitzenpersonal, MinisterInnen und parlamentarische Staatssekretäre, Einfluss auf das taktische und operative Tagesgeschäft haben. Das ist also quasi etwas, was den Tiefenstaat etwas begreift, wo man davon ausgeht zu sagen, eine Weltmacht wie Deutschland kann nicht Politik machen, die sich alle 4 Jahre ändert. Ja, es benötigt eine strategische Kontinuität der Ausrichtung, also so wie quasi ein Unternehmen auf 5 Jahre, auf 10 Jahre, auf 20 Jahre planen muss, muss das auch eine Weltmacht, die quasi im Kampf um die imperialistische Hegemonie mitkämpfen möchte, wie die BRD. Und diese Kontinuität wird in jedem starken Staat, aber auch in Deutschland, durch den tiefen Staat gewährleistet. Und wie sieht dieser tiefe Staat aus? In Deutschland wurde dieser tiefe Staat im Kern von Nazis gebildet. Und dazu möchte ich jetzt ein paar Beispiele zeigen. So wurde der deutsche Auslandsgeheimdienst von Reinhard Gehlen aufgebaut, hier rechts im Bild. Und Gehlen war General der faschistischen Wehrmacht und wurde 1942 Chef von Fremde Heere Ost. Das ist quasi eine besondere Abteilung, Auslandsgeheimdienst der Faschisten gewesen, der sich im Kampf gegen die Sowjetunion spezialisiert hatte. Und er hatte die Aufgabe, nach dem Zweiten Weltkrieg den deutschen Auslandsgeheimdienst wieder aufzubauen. Seine Organisation wurde sogar Organisation Gehlen genannt. Und 1956 wurde sie umbenannt in Bundesnachrichtendienst, ja, was wir bis heute kennen. Übernommen wurde das, er blieb Chef bis 68 und dann wurde übernommen von Gerhard Wessel, seinem ersten Mitarbeiter in Hitlers Auslandsgeheimdienst Fremde Heere Ost. Ja, das etwas Ähnliches gilt für das Bundesamt für Verfassungsschutz. Auch das wurde von Faschisten aufgebaut. Hier kann man Hubert Schrübers sehen. Dieser hat den Inlandsgeheimdienst von 1955 bis 1972 geleitet. Und Schrübers war vor dem Zweiten Weltkrieg Mitglied bei SA Sturm Münster und Oberstaatsanwalt von 31 bis 41. Und er hat unter anderem die Hochverratsanklagen von Hitler-Deutschland, unter anderem gegen Stauffenberg und so weiter, vertreten. Und ja, nach dem Zweiten Weltkrieg hat er eben den Inlandsgeheimdienst aufgebaut und sehr bewusst
Leute aus der SS und dem SD in den Inlandsgeheimdienst mit aufgenommen. Dann noch als Beispiel das deutsche Militär, die Bundeswehr. Sie wurde zentral aufgebaut vom ehemaligen General der faschistischen Wehrmacht Adolf Heusinger, den wir auch hier auf dem Bild links sehen können, mit Hitler zusammen. Er wurde Militärberater von Konrad Adenauer, dem ersten Bundeskanzler Deutschlands, und war von 1956 bis 1964 erster Generalinspekteur der Bundeswehr, das ist also das höchste Amt in der Bundeswehr. Und ja, wir können uns quasi klar machen, wenn das die Beispiele sind, allein in diesen drei zentralen Institutionen des deutschen Repressionsapparats, können wir uns vorstellen, wie die Leute unter ihnen aussagen, wenn man sich noch nicht mal genötigt sah, die Spitzen quasi mit Nicht-Faschisten oder mit nicht offenen Faschisten zu besetzen. Ja, wir können also sehen, zum einen, dass die herrschende Finanzoligarchie in der Vergangenheit kein Problem hatte, mit Hilfe des tiefen Staats eine faschistische Diktatur in Deutschland schon mal zu errichten, und dass gleichzeitig noch bis heute die geistigen Kinder in hohen Ämtern sitzen in Deutschland. Und doch leben wir heute in Deutschland noch nicht im Faschismus. Und woran das liegt, darauf möchte ich jetzt eingehen. Dass wir noch nicht im Faschismus leben, das hängt damit zusammen, dass die deutsche Finanzoligarchie die parlamentarische Demokratie in den letzten Jahrzehnten als die beste Antwort auf die ganz am Anfang zum Thema Faschismustheorie genannten Fragen gesehen hat. Zum einen ist es so, dass wir sehen können, dass der imperialistische Kampf in Deutschland nach dem Zweiten Weltkrieg im Wesentlichen auf ökonomischem und diplomatischem Gebiet in Verbindung mit einem Kalten Krieg stattgefunden hat. Hinzu kommt, dass eine aggressive deutsche Außenpolitik durch die Besatzung der Alliierten begrenzt wurde und die eigene Konkurrenzfähigkeit konnte mit den etablierten Formen von Sozialpartnerschaft aufrechterhalten, sogar weiterentwickelt werden. Und die Arbeiterinnenbewegung in Deutschland konnte keine wirkliche Stärke entwickeln, die zum Beispiel mit den Zeiten der Weimarer Republik vergleichbar war. Man kann aber sagen, und das ist, glaube ich, jetzt sehr relevant, dass sich die Situation seit der Weltwirtschaftskrise 2008, 2009 und insbesondere in den letzten Jahren und ja teilweise sogar in den letzten Monaten bis Wochen sprunghaft verändert hat. Und zwar können wir sehen, dass sich die zwischenimperialistischen Widersprüche massiv zuspitzen. Die USA verlieren ihre Position als alleinige führende imperialistische Weltmacht, welche sie dennoch versuchen, aggressiv aufrechtzuerhalten. Und immer öfter drohen regionale Kriege wie in Syrien, der Ukraine und so weiter in direkte militärische Auseinandersetzungen zwischen den Großmächten zu eskalieren. Demgegenüber steht Deutschland zwar ökonomisch verhältnismäßig stark, aber militärisch schwach da. Und Aufrüstung, militaristische Beeinflussung der deutschen Bevölkerung in Vorbereitung auf eine Kriegsführung ist deshalb eine absolute strategische Notwendigkeit für das deutsche Finanzkapital geworden, will es im weltweiten Kampf mithalten. Dann können wir in Bezug auf die Ökonomie sehen, dass sich quasi die Art und Weise zu produzieren derzeit weltweit revolutioniert wird, dass wir eine revolutionierende Produktionstechnik durch künstliche Intelligenz, Digitalisierung, E-Mobilität und so weiter sehen können. Und hier will natürlich Deutschland mit an der Spitze laufen. Und dies bringt Veränderungen für Deutschlands Schlüsselindustrien mit. Ja, die Automobilindustrie, die Energie, Chemie, Maschinenbauindustrie und so weiter. Die muss mithalten. Deutschland muss versuchen, eine Produktionsbasis aufzubauen, um internationalen Konkurrenzkampf mithalten zu können. Und dabei wird die deutsche sozialpartnerschaftliche Integration mehr und mehr zu einem Hindernis, um in diesem internationalen Konkurrenzkampf bestehen zu können. Und drittens können wir sagen, dass also Klimakrise, Kriege, wirtschaftliche Zerrüttung, Ausplünderung, aber auch solche Dinge wie die Corona-Krise und die damit einhergehenden Auseinandersetzungen weltweit zu steigenden Auseinandersetzungen, zu steigenden Klassenkämpfen führen. Ja? Dass wir also international Kämpfe sehen gegen IWF, gegen Weltbank, gegen Kämpfe gegen pro-imperialistische Regierungen wie in Nordafrika. Wir können Bewegungen wie in Rojava sehen, in Nordsyrien, die Befreiungsbewegungen in Westasien und so weiter. Dass wir dort viele Dinge sehen, die einem Hoffnung geben. Und dass diese Dynamik des Klassenkampfs, wie zum Beispiel der Gelbwesten direkt nebenan, auch dem deutschen Finanzkapital bekannt sind und dass die davon ausgehen, okay, sowas kann auch in Deutschland passieren. Das heißt, man muss damit rechnen, dass die jahrzehntedauernde Friedhofsruhe in Deutschland
droht aufzubrechen und Arbeiterendkämpfe wieder in größerer Zahl und Kraft entstehen können. Und all diese Widersprüche, die ich jetzt genannt habe, ja, die bergen das Potenzial sowohl zur quantitativen schleichenden Entwicklung, aber auch zu explosiven, sprunghaften, qualitativen Veränderungen, wie wir sie jetzt zum Teil auch schon in der aktuellen Krise sehen können. Wir werden sehen von den krassen Veränderungen, die jetzt gerade überall stattfinden, was davon eigentlich zurückgenommen wird und inwiefern es halt jetzt gerade ein neuer Status geschaffen wird. Wir können sehen also, dass Weltkrieg, Weltwirtschaftskrise, möglicherweise zerfallende EU, Umweltkrise, heftige Klassenkämpfe im Inneren und so weiter, das sind Szenarien, auf die sich das deutsche Kapital vorbereiten muss, in denen wir teilweise schon drinstecken. Und dafür braucht das Kapital die Option des Faschismus als eine strategische Alternative zur bürgerlichen Demokratie. Und diese Alternative muss natürlich, damit sie eine Alternative real ist, auch schon innerhalb der bürgerlichen Demokratie vorbereitet werden. Und nimmt bereits zu der Zeit, wo der Faschismus noch nicht in der Macht ist, selbst dann auch schon eine nützliche Rolle für die Herrschenden ein, auf die ich jetzt eingehen möchte. Und dafür können wir uns ansehen eine Grundlagentheorie von Reinhard Opitz. Der hat in Faschismus und Neofaschismus sich mit der Frage beschäftigt und hat 8 Funktionen der faschistischen Bewegung in der bürgerlichen Demokratie herausgearbeitet. Und daran möchte ich mich jetzt orientieren und sie auf die von uns im Anfang dargestellten Strukturen, die AfD und die faschistischen Terrornetzwerke, anwenden. Da ist zum einen die Auffangfunktion bzw. die Funktion der Ableitung und Umstrukturierung von Protestpotenzialen. Also wir können sagen, dass die AfD, dass es ihr gelingt, es heute in nie gekannter Weise unzufriedene Menschen unter einem rechten Banner zu sammeln. Und das gelingt ihr, indem sie Agitation auf Facebook, in Reden und so weiter, dass sie dort nicht nur um Rassisten buhlt, sondern mit dreister und systematischer Demagogie versucht, die Auswirkungen des Kapitalismus, niedrige Renten, geringe Löhne, wenig Geld für Infrastruktur und so weiter, anzuprangern. Und die Wut der Menschen wird dann aber gegen Migrantinnen und Migranten und gegen Linke gerichtet. Ja? Und es ist klar, diese Politik dient dem Kapital, in dem zum einen die Klasse gespalten wird und zum anderen Potenziale für die Linke gegen eben diese selbst gerichtet werden. Und besonders im Anbetracht der jetzigen Weltwirtschaftskrise ist eine solche Organisation, solche Arbeit jetzt notwendig, um auch den Übergang von unzufriedenen Menschen auf die Seite der Linken zu verhindern. Ein zweiter Aspekt ist die Barometerfunktion. Und der AfD ist es eben gelungen, das faschistische Potenzial in Deutschland, welches ja nicht erst seit kurzem existiert, sondern seit Jahrzehnten sich zwischen 10% und 20% bewegt, der AfD ist aber gelungen, dieses Potenzial zu bündeln, was schon lange da war, und es sichtbar zu machen. Und gleichzeitig können durch diese Bündelung weite Teile der Bevölkerung noch systematischer angesprochen werden. Und gleichzeitig kann die herrschende Klasse aber auch sehen, quasi, wie groß ist ein Teil, aus dem sich eine systemunzufriedene Massenbasis entwickelt. Und das ist gerade in unsicheren Zeiten eine wichtige Funktion zur strategischen Planung. Dann die Alibi-Funktion für reaktionäre Regierungspolitik. Heute kann die Regierung notwendige Maßnahmen für das Kapital umsetzen, die ohne die ständigen Forderungen der AfD in der Öffentlichkeit nur schwer durchsetzen zu werden. Ja? Dazu gehört die systematische Faschisierung des Staatsapparats durch neue Polizeigesetze oder die völlige Auflösung des deutschen Asylsystems oder die Grenzschließung, die es zum Beispiel gab und gibt an den europäischen Außengrenzen, die jetzt gerade stattfinden. Auch das ist eine notwendige Reaktion, sowohl im Kampf gegen tatsächlich mögliche massenhafte Migrationswellen, die eben bevorstehen könnten, wie auch als Spaltungselement der Klasse im Innern. Der vierte Aspekt ist die aktive Antreiberfunktion in der Rechtsentwicklung. Und es ist also ganz offensichtlich so, dass es durch die massive Entwicklung der faschistischen Bewegung, ihren parlamentarischen Arm, durch rechte Massenproteste, Medienkanäle, aber auch durch diese terroristischen Elemente einen Rechtsruck in Staat und Gesellschaft gegeben hat. Ja? Dieser geht eben von den Regierungsparteien dann auch nochmal aus, welche quasi im vorauseilenden Gehorsam den Massendruck nachgeben. Und mit der AfD verfügen jetzt besonders reaktionäre Teil des Monopolkapitals über ein faschistisches Massenpotenzial, um auch in Zukunft Druck auf gemäßigtere Kapitalfraktionen ausüben zu können.
Und letztendlich könnte dies zum Beispiel strategisch in einer AfD-CDU-Koalition zum Beispiel münden. Dann haben wir fünftens als Punkt die langfristige ideologische Umorientierungsfunktion. Ja, also es gibt ideologische Influencer des Monopolkapitals wie die Bild-Zeitung oder Thilo Sarrazin, ja, dessen Bücher im Bertelsmann Verlag erschienen sind. Die haben den Boden bereitet, auf der die AfD systematisch seitdem die Grenzen des Sagbaren verschiebt. Ja, also dazu gehört Scholz, der Stolz auf die Nazi-Wehrmacht wie bei Gauland, die Beurteilung des Holocaust-Denkmal als Denkmal der Schande wie bei Höcke, die Wiedereinführung des Begriffs von völkisch wie bei Petri vor einiger Zeit. Und angetrieben durch die massive mediale Berichterstattung, sickern diese Gedanken eben auch systematisch in die deutsche Bevölkerung ein und bereiten den Boden vor allem für eine Militarisierung Deutschlands im Kampf um zukünftige Kriege. Kommen wir jetzt nochmal weiter und sehen auch noch andere Strukturen, welche Rolle sie spielen. Sechstens nennt Opitz, und können wir auch heute sehen, die terroristische Einschüchterungs- und Hilfspolizeifunktion gegenüber demokratischen Bewegungen. Ja? Diese Funktion wird also vor allem von militanten und terroristischen faschistischen Strukturen übernommen, wie wir sie quasi am Anfang untersucht haben. Und ja, man kann einfach mal fragen, welche Auswirkungen haben denn Morde des staatlich kontrollierten Blood-and-Honor-Netzwerks? Die Morde des NSU haben ein ziemlich klares Signal an die migrantische Bevölkerung gesendet. Ja, in dem Sinne von, wenn dieser Staat, der ist nicht auf eurer Seite. Ja, wir tun nichts, wenn hier Nazis angreifen. Und letztlich ist es bei Hanau nichts anderes. Auch dort wird der offensichtlich faschistische Täter jetzt gesagt, dass es kein rechter Täter sein soll. Ja. Und dadurch wird auch nochmal ein Signal gesendet an die migrantische Bevölkerung: Ihr habt von uns nichts zu erwarten, haltet die Klappe und tut, was euch gesagt wird. Oder der Blood-and-Honor-Mord an Walter Lübcke. Der setzt auch ein Zeichen in solche Teile des bürgerlichen Staatsapparats, die vielleicht sich dieser Faschisierung halt teilweise entgegenstellen. Ja, es wird gezeigt, wer nicht mitzieht, der wird als Verräter untergehen. Und auch wenn in den letzten Jahren noch kein Linker erschossen wurde, verfehlen Todeslisten des Kreuznetzwerks und konkrete Anschlagspläne auf Antifaschistinnen und Antifaschisten, wie zum Beispiel von Franco A., der er ganz konkret real geplant hat, ihr Ziel nicht. Und es ist eben nur eine Frage der Zeit, bis die Faschisten von alltäglichen körperlichen Angriffen auf Antifaschistinnen und Antifaschisten sogar zu gezielten Hinrichtungen übergehen. Der siebte Punkt, das ist die Destabilisierungsfunktion. Die terroristischen Anschläge, seien es solche, die offen von Rechtsterroristen begangen werden oder die anderen Kräften in die Schuhe geschoben werden, die führen zu Angst in der Bevölkerung. Ja, und das ist quasi etwas, was als Strategie der Spannung bezeichnet wird. Und die dient dazu, dass sich die noch nicht auf die Linke übergegangenen Kräfte an den Staat wenden und ihn um mehr Sicherheit bitten. Sagen, bitte verhindere, dass es solche Anschläge gibt. Und der wiederum schränkt dann Grundrechte massiv ein, baut Überwachung auf und so weiter. Und das sind dann quasi letztlich nur die Reaktionen des Staates auf Forderungen aus der Bevölkerung. Und unter dem Banner des Schutz der Nation kann dann so von oben der Staat sprunghaft in Richtung einer faschistischen Diktatur oder einen dauerhaften Ausnahmezustand als Zwischenstufe, wo man sehen muss, wo es jetzt hingeht in Zukunft, entwickelt werden. Und diese Option wird in Deutschland vor allem im Fall einer massiven Zerrüttung der Gesellschaft vermehrt zur Anwendung kommen, muss jedoch für diesen Fall auch ausgebildet und vorbereitet werden. Wenn man das braucht, dann müssen diese Kampftrupps da sein. Und da gibt es auch eine Ähnlichkeit zu dem letzten Punkt, und zwar die Straßenkampf- und Bürgerkriegsfunktion. Ja? Also diese letzte Funktion wird von den eben untersuchten Terrorstrukturen, Terrororganisationen selbst benannt. Ja? Waffenlager, Schießtrainings und Faschisten, die in der Lage sind, um bereits in den kompromisslosen Kampf aufzunehmen. Das sind notwendige Unterdrückungsinstrumente des Kapitals gegen potenzielle revolutionäre Klassenkämpfe in der Zukunft. Und diese Todesschwadrone können Revolutionäre töten, ohne dass der Staat direkt damit in Verbindung gebracht werden kann. Ja, zum Beispiel, das können wir sehen historisch, ganz offensichtlich bei der Ermordung von Rosa Luxemburg und Karl Liebknecht, ja, 1919 durch das historische Kreuznetzwerk, die Freikorps, die man hier auf dem Bild auch sehen kann. Das ist das beste Beispiel dafür, wie eben diese Strukturen eingesetzt werden können durch die herrschende Klasse. Und ebenso würden diese Netzwerke eben notwendig werden,
falls die reaktionärsten Teile des Kapitals wirklich in Richtung einer faschistischen Diktatur drängen. Ich möchte an dieser Stelle nochmal auf einige andere Erklärungsansätze eingehen, die versuchen, dass die aktuellen Entwicklungen des rechten Terrorismus in Deutschland zu untersuchen. Und zwar ist es tatsächlich so, dass bis heute der Gedanke weit verbreitet ist, es handele sich, oder genannt wurde, so angesprochen wird, dass es sich um systematisches Staatsversagen handelt. Und es gibt viele, teilweise ganz sogar linke Texte, die schreiben, dass der Staat auf dem rechten Auge blind sei. Und ich denke, man kann zeigen, dass der Staat bei Blood and Honor, dem Kreuznetzwerk und so weiter überhaupt nicht versagt hat oder weggeschaut. Ja? Im Gegenteil zeigt der Überblick der Fakten, dass der Staat doch selbst mittels Vormännern, Geheimnissen und Militärs direkt am Aufbau dieser Strukturen beteiligt war. Und er zeigt, dass er seine Rolle, die er hat, nämlich Herrschaftsinstrument der Kapitalistenkasse zu und die Herrschaftsstrukturen der BRD zu schützen, gerade sehr wohlgerecht geworden ist. Und falsch ist es außerdem zu behaupten, das ist eine andere Behauptung, dass die Repressionsorgane von Rechten unterwandert sein sollen. Die Situation nach 1945 zeigt doch genau gerade, dass es umgekehrt ist. Die Institutionen wurden nicht von Faschisten unterwandert, sondern sie wurden von Faschisten aufgebaut und erst Stück für Stück kamen bürgerliche Demokraten in diese Strukturen hinein. Und die Kontinuität in der strategischen Ausrichtung wurde derweil von dem Rechten im tiefen Staat bis heute gewährt. Und ich glaube, Hans-Georg Maaßen ist das beste Beispiel dafür. Es gibt auch einige Kritiker, die meinen, dass unsere Argumentation allzu geradlinig sei. Die sagt, dass es zu wenig die Widersprüche und die Eigendynamik berücksichtigt. Und dazu ist zu sagen, dass sich der Kommunist Dimitrov genau mit dieser Kritik beschäftigt hat. Denn er war derjenige, der die marxistische Faschismustheorie, auf die ich ja auch aufgebaut habe, entwickelt hat, maßgeblich. Und er hat Folgendes gesagt: Man darf sich den Machtantritt des Faschismus nicht so vorstellen, als fasse irgendein Komitee des Finanzkapitals den Beschluss, an dem und dem Tage die faschistische Diktatur aufzurichten. Tatsächlich gelangt der Faschismus gewöhnlich in gegenseitigem und scharfem Kampf zwischen dem Faschismus und den alten bürgerlichen Parteien oder einem bestimmten Teil dieser Parteien zur Macht. Im Kampf sogar innerhalb des faschistischen Lagers selbst, der manchmal bis zu bewaffneten Zusammenstößen führt. Und tatsächlich kann man das genau so sagen und sehen, auch für heute. Tatsächlich sind Kapital, Staat und faschistische Bewegung komplexe Systeme, die selbst in sich widersprüchlich sind. So gibt es im Kapital sicherlich aktuell Fraktionen, die eine aggressive Außenpolitik überhaupt nicht gebrauchen können. Und umgekehrt gibt es eben solche reaktionären, am meisten chauvinistischen, am meisten imperialistischen Elemente, wie es Dimitrov nennt, des Kapitals, die quasi den nächsten Krieg schon herbeisehen, weil sie eben dort am meisten Profite zum Beispiel machen können, wie zum Beispiel in der Rüstungsindustrie. Und ähnliche Sachen kann man auch sehen, zum Beispiel in Bezug auf den Staat. Auch dort gibt es Teile, wie vielleicht ein Maaßen, der weiter vorandrängen will, der sagt, wir müssen quasi einen bestimmten Weg gehen, um uns international aufstellen zu können. Und es gibt andere Teile der bürgerlichen Demokraten, die eben noch nicht so weit gehen wollen. Es gibt auch innerhalb der faschistischen Bewegung die Fraktion, die ganz offen neonazistische Positionen vertritt und die Fraktion, wie zum Beispiel bei der AfD, die sagen, man muss sich auch mal auf die Lippe beißen, ja, und halt nicht alles ganz so offen sagen. Und doch können wir aber festhalten, und das ist das Zentrale, dass der Kapitalismus gesetzmäßig eine Verschärfung der Widersprüche zwischen imperialistischen Mächten mit sich bringt. Zwischen den Imperialisten und den unterdrückten Nationen und zwischen Lohnarbeit und Kapital. Und diese Zuspitzung, die können wir aktuell extrem gut auf allen Ebenen beobachten. Und um damit umgehen zu können, das bedarf einer strategischen Herrschaftsplanung, wozu notwendigerweise die Option des Faschismus gehört. Und die Fragen, welche Fraktion wann wie stark ist, welche faschistische Struktur aufsteigt oder untergeht, das sind letztlich nur Zufälle innerhalb einer gesetzmäßigen Entwicklung. Und aus diesem Grund denke ich, dass es auch heute noch legitim ist, von der komplexen Analyse des Faschismus,
auf die populäre Parole, hinter dem Faschismus steht das Kapital, zu schließen. Und dieses klare Verständnis ist auch notwendig, da sich eine korrekte antifaschistische Strategie aus der Analyse dieser Strukturen ableiten muss. Und darum soll es jetzt im letzten Abschnitt gehen. Ja, die Frage ist, was tun? Ja, also man kann dazu erstmal sagen, wer sich mit dem Faschismus anlegt, sei es in Form der AfD, des Kreuznetzwerks oder Blood and Honor Combat 18 und so weiter, der muss sich mit dem Staat selbst anlegen. Das ist der Kernpunkt der Analyse, von der wir auf eine antifaschistische Strategie ableiten können. Und da der Faschismus so lange existieren wird, wie der kapitalistische Staat existiert, müssen wir den kapitalistischen Staat und die Klasse, dessen Instrument er ist, überwinden und den Kapitalismus abschaffen. Damit steht fest, Antifaschismus muss antikapitalistisch sein. Und das müssen wir wirklich verinnerlichen. Ja? Das ist etwas, was oft gesagt wird, vielleicht auf Texten steht und so weiter. Aber das wirklich zu verinnerlichen, dass es unmöglich ist, den Faschismus zu besiegen, ohne Kapitalismus abzuschaffen, das ist eine ganz zentrale Aufgabe. Aber Antikapitalismus allein reicht auch noch nicht. Ja, wie wir gesehen haben, wird der Faschismus gerade dann stark, wo der Kapitalismus in eine Phase zugespitzter Krisenhaftigkeit eintritt, in der viele Menschen beginnen, das System auch grundlegend in Frage zu stellen und mit stumpfen Parolen im Stil von Nazis sind doof oder wir bleiben bunt oder sowas in der Richtung werden wir halt nicht weit kommen, denn die Klasse fordert Antworten auf grundlegende Fragen, insbesondere nach der gesellschaftlichen Perspektive, wie soll es weitergehen? Ja? Und da brauchen wir eine alternative Vision, was der Sozialismus ist. Und den Sozialismus, den dürfen wir aber nicht abstrakt lassen, sondern müssen wir konkret machen. Wie werden wir die Arbeit in Zeiten der Digitalisierung organisieren? Welche Antworten haben wir auf die globale Klimakrise? Wie werden wir ohne Ausplünderung andere Länder wirtschaften? Wie kann die Unterdrückung der Frau tatsächlich beseitigt werden? Und so weiter und so fort. Aber auch das reicht noch nicht aus. Wir brauchen auch noch eine revolutionäre Strategie. Vom jetzigen Zustand hin zum Sozialismus. Eine revolutionäre Strategie, mit der es wirklich möglich ist, Millionenmassen für unser Ziel zu gewinnen, mit der wir auch den Faschismus, dem System Unzufriedene entreißen können. Aber so eine Strategie entsteht nicht von heute auf morgen, sondern muss Stück für Stück organisiert entwickelt werden. Aber aufbauend auf den Thesen, die wir schon genannt haben, wollen wir trotzdem einige vorläufige Antworten zum heutigen antifaschistischen Kampf nennen. Und den kann man einteilen in den Kampf um die Straße und den Kampf um die Köpfe. Zum ersten Punkt, Kampf um die Straße. Wer sich einmal die Existenz von solchen Terrorstrukturen wie Kreuznetzwerk, Blood and Honor und so weiter bewusst gemacht hat, der kann erkennen und muss erkennen, wir können uns nicht auf den Staat im Kampf gegen die Faschisten verlassen. Der Selbstschutz ist deshalb eine Aufgabe, die vom ersten Moment an ein notwendiger Bestandteil des antifaschistischen Kampfes sein muss. Und der Selbstschutz kann sich nicht spontan in der Reaktion auf faschistische Übergriffe entwickeln, sondern muss planmäßig und realistisch vorbereitet werden. In den untersuchten faschistischen Terrorgruppen arbeiten heute geschulte Kader und faschistische Elitesoldaten und Polizisten, die nicht nur militärisch ausgebildet sind, sondern ideologisch fest für ihre Sache stehen und die Herausbildung und Schulung von ideologisch gefestigten führenden Kaderinnen für den Aufbau von antifaschistischem Selbstschutz auf allen Ebenen ist daher eine ebensolche Notwendigkeit, um den Faschisten wirksam entgegentreten zu können. Es ist klar, dass klassische Störaktionen und Blockaden und so weiter und so fort, das, was man üblicherweise kennt, auch von antifaschistischer Arbeit gegen AfD und so weiter, ein wichtiger Teil antifaschistischer Politik bleibt. Aber gleichzeitig sollten wir vermeiden, in eine rein reagierende Politik zu verfallen und damit faktisch aktionsunfähig zu werden. Zum Beispiel, indem wir uns nur auf NPD oder AfD konzentrieren, jeden Nazi-Aufmarsch und jeder Konferenz hinterherfallen und dabei vergessen, eigene Initiativen zu übernehmen und diese eigene Initiative vor allem in eine Richtung zu bringen, nämlich den Kampf um die Köpfe, um die Schaffung einer eigenen Massenbasis. Denn man muss ganz klar sagen, der Faschismus kann nicht allein militärisch besiegt werden. Deshalb ist es eben notwendig, dass man sich nicht nur auf eine Antifa-Politik begrenzt, sondern dass antifaschistischer Selbstschutz mit einer
Basisarbeit unter den Menschen einhergeht. Die Basis unserer Politik erweitern wir durch die Entwicklung einer direkten kommunistischen Basis- und Massenarbeit in der Arbeiterinnenklasse sowie dem Aufbau entsprechender Massenorganisationen. Und diese Arbeit muss an allen Orten stattfinden, an denen die Klasse zusammenkommt. Sei es in der Schule, in der Universität, im Betrieb oder den Stadtteilen. Und die Betriebe, die haben dabei als Orte, in denen die Arbeiterinnen ständig zusammenkommen und die ökonomischen Hebel des Systems bedienen, ein besonderes Gewicht. Der antifaschistische Kampf ist dabei kein von anderen Kampffeldern isoliertes Gebiet, sondern vielmehr ein besonderes Element von all diesen Kampffeldern. Das heißt zum Beispiel, dass wir auf unseren Arbeitsplätzen dafür sorgen müssen, dass keine Spaltung zwischen Nationalitäten aufgebaut wird. Daneben beinhaltet der antifaschistische Kampf im Betrieb auch das direkte Zurückdrängen von Faschisten von ihrem Einfluss im Betrieb, das Entlarven ihrer Propaganda, das Organisieren von Schutz vor Übergriffen, aber auch der Kampf gegen die Faschisierung der Verhältnisse und der Ausbeutung im Betrieb selber. Aber auch in der Nachbarschaft und im Stadtviertel können und müssen wir eigene Basisorganisationen entwickeln, um die Überwindung und Spaltung innerhalb der Arbeiterinnenklasse zu überwinden und alltägliche Kämpfe gegen Mieterhöhung und Verdrängung oder gegen Polizeiterror zu verbinden mit antifaschistischer Politik. Und in diese antifaschistische Politik gilt es insbesondere, bewusst die Teile der Massen einzubeziehen, die besonders den Angriffen durch den Faschismus ausgesetzt sind. Das sind also vor allem Migrantinnen und Migranten, Geflüchtete, Queers, Menschen mit Behinderung, auch Frauen und so weiter. Und neben der Organisierung des direkten Selbstschutzes vor faschistischen Angriffen und des Widerstands gegen die Faschisierung kommt zuletzt, das möchte ich auch noch nennen, der ideologischen Arbeit eine besonders wichtige Bedeutung zu. Diese Arbeit ist darauf ausgerichtet, den Einfluss erstens des Faschismus selbst und zweitens der bürgerlichen Ideologie in den Massen zurückzudrängen. Und mit ideologischer Arbeit meinen wir nicht nur das bloße Verteilen von Flugblättern, das Abhalten von Kundgebungen oder sowas in der Richtung, sondern es geht wirklich darum, den Einfluss des Faschismus auf die Köpfe, den alltäglichen Nationalismus, Rassismus, Chauvinismus, Untertanengeist und so weiter zu überwinden. Und dafür benötigt es, um diesen ideologischen Kampf zu führen, eine eigene kommunistische Massenpresse, die schriftlich, durch Videos, durch Bildungsangebote, durch einfach zugängliche Materialien genau systematisch unsere eigenen Ideen verbreitet und Möglichkeiten gibt, um sich selber auseinanderzusetzen mit den Themen, die den Kapitalismus entlarvt und eine eigenständige neue Perspektive entwickelt. Ja, zu allerletzt ist natürlich die Frage, okay, und wer organisiert das Ganze? Wie kann das organisiert werden? Und da ist zu nennen unser Instrument für den antifaschistischen Kampf, und das ist die Kommunistische Partei. Ja? Die Kommunistische Partei ist ein Organisationskonzept, was genau das tut, was notwendig ist, nämlich verschiedenste Organisationsstrukturen zu schaffen, die genau all diese Aspekte der politischen Arbeit, die wir benötigen, die wir brauchen, umfasst, die genau diese Strukturen schafft und diese Strukturen zusammenführt und nach einer einheitlichen Strategie ausrichtet. Es benötigt gewerkschaftliche Organisationen, es benötigt Nachbarschaftsinitiativen, Schulen und Frauengruppen, Medienorgane, offene, verdeckte Selbstschutzstrukturen, viel und vieles mehr. Und wollen wir das alles langfristig erreichen, müssen all diese Organisationen gleichzeitig einer einheitlichen Strategie untergeordnet werden. Und das gelingt nur, wenn wir die Leiterinnen und Leiter dieser Massenstrukturen in einer gemeinsamen Kaderinnenstruktur zusammenführen. Und das ist eben die Kommunistische Partei. Und nur eine solche Struktur, die auch verdeckt aufgebaut sein muss, kann zum einen gegen die kommenden Schläge von Staat und Faschisten gewappnet sein und ist zum anderen fähig, Selbststrukturen aufzubauen, die mittelfristig den Faschisten und den Organisationen, die sie haben, etwas entgegensetzen können. Und wenn wir uns anschauen, wie es in der Vergangenheit funktioniert hat, gegen Faschismus anzukämpfen, dann können wir sehen, dass einzig revolutionäre und kommunistische KaderInnenorganisationen die waren, die in der Vergangenheit wirklich in der Lage waren, dem entwickelten Faschismus etwas entgegenzusetzen. Historisch kann man das bei der KPD sehen, welche sich nicht nur dem faschistischen Kachtputsch entgegengestellt hat und massiv beim Aufbau der Roten Ruhrarmee beteiligt war, sondern auch mit dem Rotfrontkämpferbund eine hunderttausende Arbeiterinnen umfassende Selbstschutzstruktur gegen den Faschismus aufgebaut hat
oder zum Beispiel die antifaschistische Aktion, wie wir hier auf dem Foto sehen, geschaffen hat. Das heißt, die Organisierung und die systematische Aufbauarbeit einer kommunistischen Partei sollte deshalb das Herzensanliegen eines jeden und einer jeden konsequenten Antifaschistin sein. Und ja, mit den Worten bedanke ich mich für die Aufmerksamkeit und wünsche viel Erfolg im kommenden antifaschistischen Kampf. Ich hoffe, euch hat der Vortrag gefallen. In der Videobeschreibung findet ihr noch einen Link zum Herunterladen der Broschüre. Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst ein Like da, teilt das Video, abonniert den Kanal und wir sehen uns beim nächsten Mal.